Ja, zunächst nochmal ganz herzlichen Dank, Frau Schwarze-Löhr, dass Sie so kurzfristig es möglich gemacht haben, zu uns zu kommen und auch noch für diese Diskussionsrunde zur Verfügung stellen. Und natürlich den beiden anderen Panelisten ebenfalls herzlichen Dank, dass Sie mit dabei sind. Wir haben heute Morgen eröffnet und auch darauf Bezug genommen, dass wir als Körperstiftung in den letzten Jahren immer wieder Umfragen haben durchführen lassen, um zu sehen, wie eigentlich das Vertrauen ist in die Demokratie und vor allen Dingen auch in die demokratischen Institutionen. Und diese Werte sind bedauerlicherweise sehr niedrig mittlerweile. Und deswegen würde ich gerne am Anfang die Frage stellen, was ist eigentlich das, was uns momentan noch stärker besorgen muss? Also dieses sehr starke Zurückgehen in das Vertrauen in den Bundestag, in den Bundesrat, in die Parteien insgesamt. Und das geht quer durch die Bevölkerung und quer durch die Anhänger der Parteien. Oder muss uns stärker besorgt machen, wie wir jetzt die populistischen, die extremen Kräfte zurückdrängen können? Ich denke, beides muss uns besorgen. Einmal muss dieses Vertrauen in die Politik, das ist sehr abstrakt, wiedergewonnen werden. Das fängt auf kommunaler Ebene an, aber die Auswirkungen sind natürlich hauptsächlich auf Bundesebene. Und um Vertrauen zurückzugewinnen, muss tatsächlich auch, ich würde mal sagen, so eine gewisse Ehrlichkeit und klarer Wein eingeschenkt werden. Wir sprechen von Transformation, wir sprechen vom Klimawandel, und wir versuchen, Lösungen anzubieten. Da muss man ehrlich sein mit den Menschen. Und manchmal hat es auch Herausforderungen, manchmal bringt es auch Probleme mit. Dann muss man die ehrlich benennen. Und wir müssen Lösungen dafür bieten. Und ein Punkt ist, glaube ich, auch, dass viele Menschen sagen, ja, die da oben, also die Politik, die da oben. Wie können wir eigentlich besser zuhören, um auch das herauszuarbeiten, was die Menschen bewegt. Also das ist eine recht große Aufgabe, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Und gleichzeitig darf man auch nicht in diesen Populismus verfallen, weil das sehr viele einfache Antworten auf ganz schwierige Fragen gibt und die kann man halt nicht mit einem Satz beantworten. Aber das versteht jeder. Wenn man in einem Satz, nehmen wir ein praktisches Beispiel, man hat einen Notfall, man fliegt irgendwie auf die Nase mit dem Fahrrad, hat einen gebrochenen Arm, geht ins Krankenhaus und sagt, da sitze ich jetzt 2 Stunden und unser Krankenhaussystem funktioniert nicht, dann ist es eine persönliche Erfahrung und dann wird das übertragen. Und dann heißt es, wir bezahlen viele Krankenkassenbeiträge, aber es funktioniert nicht. Und dieses funktioniert nicht wird dann auf die politische Ebene getragen. Und bei dieser politischen Ebene brauchen wir klare Antworten. Warum funktioniert es nicht? Ich komme aus dem ländlichen Raum, wir haben kaum Ärzte. Zu uns an der Deutsch-Schweizer Grenze kommen wenig Ärzte. Ich muss es erklären können, aber ich kann dieses nicht einmal populistisch erklären, indem ich sage, naja, da sind halt ganz viele da, die den Arzt blockieren, woher sie auch immer kommen. Aber das kann man halt in einem Satz schnell mal sagen. Also wir brauchen wieder eine sachliche Diskussion und wir brauchen mehr Ehrlichkeit, auch schwierige Dinge vielleicht auch ehrlich zu benennen. Ich würde die Frage gerne an das gesamte Plenum stellen. Was ist die größte Herausforderung? Das Vertrauen, und wir haben ja schon gehört, dass die Verhältnisse natürlich auch so sind, dass da auch aus der unmittelbaren Anschauung der Lebensverhältnisse auch das Vertrauen dann entzogen wird. Ist das das, was primär adressiert werden muss, oder ist es die Wehrhaftmachung der Demokratie, die sozusagen das Wetter festmachen gegen autoritär-populistische
Strömungen, Parteien. Mögen Sie antworten, Frau Heldborn? Ja, ich glaube auch, man kann das nicht trennen. Und es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass das eine die Voraussetzung des anderen ist. Also nur die Populisten, da reden wir ja auch noch drüber, ob es eigentlich so gut ist, immer über die Populisten zu reden, können nur so stark sein, wie die Parteien der Mitte oder der Mäßigung schwach sind. Das ist die Voraussetzung dafür. Und wir reden ja jetzt viel über Bollwerke und das finde ich auch alles richtig. Aber das ersetzt natürlich nicht den funktionierenden politischen Austausch und auch Wettbewerb. Und die Populisten ernähren sich natürlich dann in der, sozusagen im zweiten Schritt von dem fehlenden Vertrauen, das es gibt. Das ist ihre Geschäftsgrundlage. Aber ich glaube, am Anfang steht dieser Vertrauensverlust, der Stärkeverlust der Mitte und der demokratischen Parteien. Herr Müller, wie sehen Sie das? Misstrauen ist nicht per se undemokratisch. Eine gesunde Skepsis kann Teil einer demokratischen Haltung sein. Die Frage ist immer, aus welchen Gründen vertraut man oder vertraut man nicht. Wenn man beispielsweise relativ abstrakte Gründe hat und zum Beispiel, verzeihen Sie das plakative Beispiel, sagt, in der deutschen Politik haben Tabakunternehmen zu viel Einfluss, würde ich nicht per se sagen, das ist schon ein Alarmzeichen, da läuft irgendwie was total schief. Wenn jemand aber das macht, was Populistinnen und Populisten sehr oft machen, nämlich Wahlergebnisse anzweifeln, ist in Deutschland noch nicht so verbreitet, diese Rede vom Wahlklau. Aber Ihnen allen fallen Beispiele dafür ein. Auch in einem unserer Nachbarländer ist es schon passiert. Sie erinnern sich vielleicht noch an die vorletzte Präsidentschaftswahl in Österreich, wo dann der unterlegene Norbert Hofer über seinen siegreichen Gegenkandidaten sagte, er ist gezählt, aber nicht gewählt. Ganz so, als gäbe es neben diesem banalen Verfahren, wo man so Zettel zählt, noch so einen mystischen Prozess, wo das Volk quasi akklamieren kann und den wahren Führer irgendwie auswählt. Das ist so ein Träufeln von Misstrauen, wo es gar nicht so deutlich gesagt wird. Und da denke ich, ist es wichtig, dass Beobachterinnen und Beobachter, ihre Stiftung, alle im Grunde sofort sagen, Moment, das ist jetzt aber nicht ein gesundes Misstrauen, da passiert irgendwie was anderes. Da ist man schon auf halbem Wege zur Verschwörungstheorie. Und diese Unterscheidung immer wieder zu treffen, ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Frau Hildebrandt hat es schon benannt, weil wir natürlich im Vorgespräch auch uns ein bisschen abgestimmt haben. Es wird gesprochen von den populistischen Parteien und dieser Begriff kommt ja ursprünglich aus der Wissenschaft. Da sind bestimmte wissenschaftliche Verständnisse mit verbunden gewesen. Und der wird verwendet eben halt, um jetzt Parteien zu kennzeichnen mit diesem Etikett. Das sind populistische Parteien. Wenn wir uns die aber anschauen, darüber ist heute ja auch schon gesprochen worden, dann hat man den Eindruck, passt eigentlich dieses Etikett noch? Weil wir wissen ja auch, dass die Bezeichneten selber sagen, ja wieso, ich will populär sein, ich habe mit dem Etikett eigentlich gar kein Problem. Ist eigentlich dieser Begriff populistische Partei, ist das eigentlich in der Situation jetzt immer noch eine gute, erklärende, sozusagen ein Zusatz, ein Begriff, der ja sehr in der Öffentlichkeit sehr stark benutzt wird? Also jetzt große Überraschung, vom Professor kommt was ganz Pedantisches. Nämlich die Unterscheidung zwischen Populismus auf der einen Seite und Rechtsextremismus, davon reden wir ja sehr häufig auf der anderen Seite. Also Populismus aus meiner Sicht, aber haben natürlich andere Kolleginnen und Kollegen andere Ansichten, heißt, dass Parteien und Parteiführer sagen, wir und nur wir vertreten das, was Populistinnen und Populisten häufig als das wahre Volk oder auch als die schweigende Mehrheit bezeichnen. Das ist schon per se demokratiegefährdend. Denn Gesellschaften sind immer pluralistisch, es gibt nicht das eine homogene Volk. Aber das hat jetzt primär noch gar nichts mit Inhalten zu tun. Es hat auch noch nicht unbedingt etwas zu tun mit irgendwelchen großen Vereinfachungen. Also vielleicht haben wir da auch einen interessanten Dissens. Ich sehe es nicht so, dass die Populisten da ein Monopol haben auf große Vereinfachungen. Wenn jemand sagt, scheitert der Euro, dann scheitert Europa, dann ist es mit Verlaub auch eine sehr große Vereinfachung. Rechtsextremismus auf der anderen Seite ist eine Frage von Inhalten. Und vor dem Hintergrund kann es natürlich auch Linksextremismus geben. Das ist jetzt nicht nur immer auf der Rechten zu finden. Ich denke nur, wir tun uns einen Gefallen, wenn wir diese Dinge immer noch auseinanderhalten. Man kann Populist sein, ohne rechtsextrem zu sein. Und es gibt Rechtsextreme, die zum Teil sehr elitär sind und die sich gar nicht populistisch gerieren und auch ganz bewusst elitär auftreten und sagen, na, das Volk ist eigentlich verdorben, mit dem kann man gar nichts mehr machen. Also da gibt es alle möglichen verschiedenen Kombinationen.
Und man muss ja gerade in Deutschland bei jeder möglichen Gelegenheit Hannah Arendt erwähnen, das tue ich jetzt auch. Sie hat ja berühmterweise gesagt, politisches Urteilsvermögen heißt eben vor allem Unterscheidungen zu treffen. Und wir hören zwar ständig, wir leben im Zeitalter des Populismus und haben deswegen leider inzwischen die fatale Tendenz, alle möglichen Phänomene, für die wir eigentlich sehr präzise Begriffe haben, nochmal das Pedantische, Rassismus, Protektionismus, alles Mögliche, da kleben wir jetzt überall dieses P-Wort drauf und damit tun wir uns nicht unbedingt einen Gefallen. Populistische Parteien sind in den letzten Jahren eben weitere entstanden und wir sehen ja jetzt auch, dass weitere populistische Parteien hinzukommen. Das signalisiert doch, dass sich das Parteienspektrum erweitert und dass die klassischen Parteien eigentlich nicht mehr diese Integrationskräfte haben, die sie über viele Jahre gehabt haben, auch innerhalb der Parteien sozusagen Flügel mit zu integrieren, sondern es faltet sich in gewisser Weise weiter aus. Und man kann den Eindruck bekommen, dass die populistischen Parteien, die da jetzt antreten, sehr starke Identitätsangebote machen. Also sozusagen werden Versprechungen gemacht, wie das Volk eigentlich genau denkt und wie es auch auszuschauen hat. Ist das eine richtige Beobachtung, dass sich das Parteienspektrum stark verändert? Und in welche Richtung wird sich das weiterentwickeln, weil das natürlich Fragen von Konsensbildung, von Miteinander Koalitionen bilden, eigentlich viele Konsequenzen hat. Ich würde gern Sie noch mal dazu befragen, Herr Müller, aber auch dann die Frage noch mal weitergeben. Ich will das ja nicht monopolisieren hier, aber ganz kurz dann nur. Also diese Fragmentierung ist ja ein europaweiter Trend. 17 bis 18 Parteien im niederländischen Parlament. Das kann man bedauern. Natürlich macht es das Leben schwieriger. Es macht es natürlich schwieriger, wenn man plötzlich zum ersten Mal 3 Parteien in einer Regierung hat. Alle sind wahrscheinlich genervt davon, was das bedeutet. Nur es ist auch im Grunde nutzlos, nostalgisch zu sagen, ach, es wäre doch so viel schöner, wenn wir wieder, weiß ich, in 50er Jahren wären, mit 2 großen Volksparteien und dann noch so einer Partei, die ständig hin und her sich bewegt. Damals sind halt sehr viele Ideen, Interessen und eben auch Identitäten nicht wirklich in der Politik drin gewesen. Also deswegen hat es auch diese Rede von, früher war es Demokratie, heute ist es Postdemokratie, halte ich für sehr irreführend. Es gibt halt völlig legitime Ansprüche, die heute aufgenommen werden im System. Und man kann sich das nicht wieder wegwünschen irgendwie, ohne eigentlich etwas de facto Undemokratisches zu wollen. Also insofern, klar, es macht das Leben schwieriger. Es macht es natürlich auch immer schwieriger, sozusagen die Rechtspopulisten außen vor zu halten. Denn je größer die Koalitionen werden, je inkohärenter die Koalitionen werden, desto mehr können natürlich Populisten sagen, aha, haben wir doch schon immer gesagt, es sieht so aus, als hätten diese Parteien verschiedene Programme, aber letztendlich können ja doch irgendwie alle zusammenarbeiten, denn sie möchten natürlich als politische Klasse nur ihre Pfründe sichern. Ist auch kein deutsches Phänomen, Sie erinnern sich vielleicht, als Grillo, also der Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, sagte, guck mal, auf einmal können Berlusconi und Renzi, also der Sozialdemokrat, zusammenarbeiten. Ja? Die tun ja nur so, als hätten sie unterschiedliche Programme, aber letztendlich geht es ihnen ja nur darum, den Staat auszurauben. Das kann man aber nicht verhindern. Das werden die so oder so sagen. Damit muss man halt möglichst geschickt umgehen. Aber das ist eben auch Teil einer Realität, die man sich nicht mehr wegwünschen kann. Frau Hilbrand. Also Sie haben ja gefragt, ob sich das radikal verändert. Wie radikal sich das verändert, sieht man ja im Moment in Thüringen zum Beispiel. Da haben wir eine CDU, die einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat mit der AfD und mit der Linken und jetzt aber über Koalitionen oder Zusammenarbeiten nachdenkt mit einer Partei, dem BSW, das aus Mitgliedern dieser Partei besteht, mit der sie ja eine Zusammenarbeit ausgeschlossen hat. Also das sind schon wirklich irre Zustände. Und ich finde, ich würde auch unbedingt zustimmen, dass man unterscheiden muss zwischen Populismus und Extremismus. Und ich glaube, das eine ist der wissenschaftlich korrekte Begriff, den Sie kennen, weil Sie Professor dafür sind und auch Bücher darüber schreiben. Ich glaube, als Alltagsbegriff, als politischer Alltagsbegriff ist er immer weniger tauglich, weil ich glaube tatsächlich für viele Leute klingt das nach populär, das klingt nach volksnah und im Grunde ist das ja der Anspruch der Volksparteien auch mal gewesen, in dem Sinne gute Populisten zu sein, nicht im Sinne ihrer wissenschaftlichen Definition, aber in dem Sinne, dass man
nah am Volk ist, in dem Sinne, dass man es repräsentiert und auch eine Politik macht, die eben viele, nicht einzelne Interessengruppen nur bedient, sondern einem Allgemeinwohl dient. Deswegen glaube ich, dass dieser Begriff wirklich immer weniger taugt. Und es gibt natürlich auch einen Populismus in den Volksparteien und auch in den Nicht-Volksparteien und etablierten Parteien. Also den haben die Extremen auch nicht für sich gepachtet. Gehen wir nochmal von den Begriffen weiter zu der Entwicklung, die wir momentan sehen. Es gab ja lange Zeit sehr frühzeitig sozusagen die Haltung, dass man die populistischen Parteien auf Distanz hält. Das ist das Stichwort Brandmauer. Und das ist ja sehr stark vertreten worden, über die Jahre gehalten worden. Und man hat aber ja gesehen, dass sich die Populisten eigentlich in diesem Prozess immer weiter radikalisiert haben. Wo stehen wir jetzt eigentlich in Bezug auf die Brandmauer? Was würden Sie sagen? Ist das sozusagen das Mittel, weiterhin sich zu positionieren gegenüber den populistischen Parteien? Na, ich will es mal konkretisieren. Die populistischen Parteien, ich glaube, die meisten denken zumindest ans eine Partei, an die AfD. Und in dem Zusammenhang finde ich schon wichtig, dass es auch vor dem Hintergrund jetzt des OVGs, also Oberverwaltungsgerichtsurteils in Münster, ist ein Verdachtsfall. Wir reden ja jetzt nicht nur über Populismus, sondern wohin entwickelt sich eine Partei. Und vor dem Hintergrund würde ich mal sagen, wenn eine Partei ein Verdachtsfall ist, dann muss eine Brandmauer stehen. Ja, dann muss eine Brandmauer stehen. Und das gehört auch mit dazu, für eine Partei aus meiner Sicht ein klares Profil zu haben, für was sie steht. Natürlich muss man in Koalitionsverhandlungen immer wieder Kompromisse eingehen. Aber es ist schon klar, auch es muss klar sein für die Wählerinnen und Wähler, wo tatsächlich eine rote Linie ist. Und in dem Fall ist es ganz klar, wenn das bestätigt ist und gerichtlich bestätigt ist, dass ein Verdachtsfall ist, dann ist es auch eine rote Linie aus meiner Sicht. Sie haben es jetzt selber angesprochen, das Urteil in Münster im Mai hat eben gesagt, als Verdachtsfall, das ist richtig so, weiter zu beobachten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es weitergehen? Jetzt in dieser Woche haben 50 Bundestagsabgeordnete einen Antrag auf den Weg gebracht, der sich an Karlsruhe richtet, wenn er denn die einfache Mehrheit im Bundestag finden wird. Wie sehen Sie das? Darüber wird viel diskutiert. Das ist das Verbotsverfahren, das ist das schwerste Schwert oder das schärfste Schwert in der Parteienlandschaft, das zur Verfügung steht. Da ist ja klar, dass man das nicht leichtfertig einsetzen kann. Jetzt geht die Initiative aus vom Bundestag. Es hätten ja auch andere Initiativen ausgehen können. Das sind die drei Verfassungsorgane, die hätten aktiv werden können. Man fragt sich auch, Verdachtsfall, wird es möglicherweise auch eine Einstufung als gesichert rechtsextremistische Partei geben? Wo bewegt sich das Ganze aus Ihrer Sicht hin? Sie haben mit Recht gesagt, das ist eine hohe Hürde und das schärfste Schwert. Und deswegen muss man genau hinschauen. Das ist jetzt ein Verdachtsfall, aber es ist noch keine extremistische Bestrebung. Und das heißt, da müssen erstmal auch rechtlich verwertbare Dinge vorliegen, die nachher im Verfahren verwendet werden können. Und dann kommen wir zum richtigen Zeitpunkt. Nur weil man es vielleicht aus dem Bauch raus gerne hätte, heißt es noch lange, dass es erfolgreich ist. Und deswegen ist es wichtig, der richtige Zeitpunkt auch entsprechend, wenn das vorliegt, wenn die entsprechenden Unterlagen vorliegen. Ich kenne den Antrag nicht, habe den noch nicht auch in der Fraktionssitzung erhalten. Und deswegen ist es tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht der richtige Zeitpunkt.
Herr Müller, vielleicht tragen wir das mal zusammen eben halt Stimmen zu dem. Ich würde nur zwei Gesichtspunkte erwähnen, die vielleicht in der Diskussion zu kurz kommen. Es ist ja ein sehr beliebtes Argument zu sagen, wenn man jetzt versucht zu verbieten, dann werden sich die entsprechenden Akteure als Opfer und Märtyrer darstellen. Wissen Sie was? Das tun die doch sowieso die ganze Zeit. Ist doch völlig klar, dass sie jetzt schon sagen, das System ist gegen uns, sie sind alle gegen uns verbündet. Also das kann doch nicht der entscheidende Faktor sein. Und der andere Gesichtspunkt ist, dass ja schon seinerzeit beim zweiten NPD-Antrag ein wichtiges Argument war zu sagen, natürlich werden die nie an die Macht kommen, aber lokal bestimmen die zum Teil schon das Geschehen auf eine Weise, die, um Ihren Begriff nochmal aufzugreifen, extrem menschenfeindlich sind. Und während eine Demokratie das toleriert, das kommuniziert sie ja letztendlich, das ist für uns akzeptabel. Und da muss man sich halt fragen, wo man da die Linie zieht. Und wenn Sie noch einen halben Satz gestatten zur Brandmauer. Ich muss einfach nochmal fragen, was passiert eigentlich? Wie verstehen wir eigentlich die politische Dynamik insgesamt? Und es gibt ja diese unselige Rede von der populistischen Welle. Wo man das Gefühl hat, aha, immer mehr Menschen wachen eines Morgens auf und sagen, jetzt werde ich aber Rechtspopulisten. Und das ist empirisch einfach so nicht richtig. Der Erfolg dieser Parteien erklärt sich daraus, dass es halt leider Gottes Bürgerinnen und Bürger gibt mit rechtsextremistischen Einstellungen. Die haben plötzlich ein Angebot in manchen Ländern, was es vorher so nicht gab. Und zweiter Punkt ist das, Sie wissen das ja im Grunde alle, es inzwischen Mitte-Rechtsparteien gibt, die entweder offiziell mit den Rechtspopulisten koalieren oder ihre Rhetorik kopieren. Deswegen Brandmauer ja immer im zweifachen Sinne. Es gibt die Brandmauer im Sinne von, machen wir mit denen offizielle Koalition. Und es gibt die Brandmauer, reden wir jetzt auch wie die oder nicht. Und diese zweite Brandmauer ist natürlich die, die immer mehr bröckelt. Also wenn in Frankreich die Präsidentschaftskandidatin der Gaullisten, wie geschehen 2022, sagt, naja, mit der Theorie vom großen Austausch, vielleicht ist da doch irgendwas dran. Dann ist natürlich völlig klar, dass am nächsten Tag Bürgerinnen und Bürger, die sich als nicht extremistisch, moderat, gemäßigt etc. wahrnehmen, sagen, naja, wenn sie das sagt, ist doch klar, warum denn nicht mehr Le Pen wählen? Und deswegen denke ich, natürlich müssen diese Mauern stehen bleiben. Nochmal zurück zum Verbotsverfahren. Ich will natürlich nicht die Tagespolitik jetzt hier aufgreifen, aber es gibt einen sehr griffigen Satz, der eigentlich jetzt die Frage ganz gut anmoderiert von mir. Der kommt aus der CSU, von Herrn Dobrindt. Der sagt, man kann die AfD nicht wegverbieten, sondern nur wegregieren. Dass man sie inhaltlich stellen muss, das glaube ich, liegt auf der Hand. Aber auf der anderen Seite kann man auch nicht zugucken, und das werden wir auch nicht zugucken, eine Partei, die ein Verdachtsfall ist, wie sie sich weiterentwickelt. Und natürlich gibt es dann entsprechende Instrumente. Das gibt uns die Möglichkeit. Aber es muss auch klar sein, mir geht es nicht darum nachher, das sind Märtyrer. Oder jetzt zum NPD-Verbot, da waren die noch recht klein und übersichtlich. Aber die Frage, und das haben wir jetzt, ich sage jetzt auch mal bei Kampakt jetzt gesehen, also es muss schon auch klar sein, es muss belegbar sein, es darf nicht in den Verdacht kommen, man entzieht sich der politischen Auseinandersetzung und nimmt dann das Verbotsverfahren als Instrument. Und deswegen ist es jetzt zu schauen, wie liegt der Antrag, was steht da drin, wie sieht es aus, und dann auch zu schauen, wie sind die Mittel tatsächlich, was liegt davor. Und in dem Zusammenhang kann Herr Dobrindt gerne mal die entsprechenden Möglichkeiten ausschöpfen, die ihm zur Verfügung stehen. Und da komme ich aber genau dahin, nämlich die Brandmauer, die man quasi in der Partei auf einem Parteitag beschließt, aber anschließend Herr Orban einlädt oder bei mir ist jetzt gerade in der Ortenau so, da haben, ich will jetzt nicht sagen einen Politiker, aber da hat die CDU Julian Reichel von News eingeladen, gibt es eine große Diskussion in der Öffentlichkeit jetzt ausgetragen. Also schon zwischen dem, was man sagt und zwischen dem, was man tut, ein Unterschied. Und das gehört auch zur Glaubwürdigkeit und Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und deswegen muss man da genau hingucken. Und
da viel Spaß auch der CDU und den CDU. Aber ich glaube, wir sind alle gefordert, entsprechend klar Kante zu zeigen, wenn was menschenfeindlich ist, wenn es Antisemitismus weiter hier in Deutschland nochmal zunimmt. Und da, also ich meine, wir haben Grundgesetz, wir haben 75 Jahre Grundgesetz. Das ist die Würde des Menschen, ist unantastbar. Das muss doch das Leitmotiv von uns allen jeden Tag sein. Und da muss man dann auch dafür kämpfen. Und vor dem Hintergrund kämpfe ich gerne auch mit den demokratischen Parteien dafür, dass wir auch weiterhin die Würde des Menschen hier in Deutschland so halten und nicht in eine Lage kommen, wo sich es leicht so, wo alles salonfähig wird und wo niemand, und das hatte ich auch in meiner Rede gesagt, wo es dann halt im Verein mal so unterschwellige rassistische Aussagen gibt, wo es dann meiner Rede so irgendwie einen Beifall gibt, sondern dass man klar Kante zeigt, wo ist hier eine rote Linie, wo ist die Grenze und wo ist die Würde des Menschen auch tatsächlich unantastbar und wie setzen wir uns dafür ein. Ich finde, was an dem Satz von Herrn Dobrindt so ein bisschen irritierend ist, das klingt so, als würde es um Instrumente aus einem Moderatorenkoffer gehen, wo man also irgendwie im Prinzip eine Diskussion moderieren will. Das ist ja nicht die Idee des Parteiverbots, das ist ja gerade nicht die Idee, dass man eine Konkurrenz ausschaltet, sondern wenn wir das ernst nehmen, das Stichwort wehrhafte Demokratie ist ja gefallen, dann ist ja das die Frage, ob eine Partei demokratiegefährdend ist. Und dann muss die Antwort auf die Frage, ob ein Verbotsverfahren geeignet ist oder nicht, auch, finde ich, da gesucht werden. Ich will noch mal was zur Brandmauer sagen. Das klingt alles immer so toll, aber in Ostdeutschland, da endet die Brandmauer oft schon am Gartenzaun. Und die AfD ist eine junge Partei. Und das ist vielleicht der Nachbar, der Ihnen seit 40 Jahren die Schubkarre leiht. So. Und das klingt immer so nach, als könnte man da mit starken Bekenntnissen unheimlich viel erreichen. Das ist ja viel subtiler. Das sind ja Alltagsbeziehungen, die Menschen haben. Und das ist der Mann, den Sie schon lange kennen. Und da stellen Sie irgendwann fest, aha, mein Feuerwehrkamerad ist in der AfD, wusste ich gar nicht oder so. Aber dann trennen Sie sich nicht von dem. Deswegen finde ich diese Brandmauer, ich verstehe, was die mal sollte. Die sollte einen Unterschied markieren, der auch richtig ist, den es auch gibt. Aber ich glaube, der ist in großen Teilen Ostdeutschlands, zumindest ist der von der Realität längst überholt. Ich würde gerne das Thema Brandmauer aufgreifen und jetzt einmal kurz auch nach der Rolle der Medien fragen. Auch wenn das immer so pauschale Begriffe sind, die Medien. Die Medien oder die großen Qualitätsmedien haben ja auch die Entwicklung begleitet, dokumentiert, analysiert. Ich habe jetzt vor recht kurzer Zeit in der Wochenzeitung Die Zeit einen interessanten Essay gelesen von Lenz Jakobsen. Und da hat er noch mal sich selber gefragt, wie er eigentlich darauf blickt, auf die Berichterstattung gegenüber Pegida. Er war selber vor Ort und hat das sich angeschaut. Und in seinen Texten wurde es ziemlich deutlich, er sprach, wenn er die Texte jetzt heute liest, die er damals geschrieben hat, dass da eine gewisse Überheblichkeit und Hochnäsigkeit erkennbar ist in den eigenen Texten. Immerhin, also es gibt sozusagen jetzt über so einen Artikel natürlich auch mal die Auseinandersetzung mit der Frage, wie eigentlich die großen liberalen Medien mit der Bewegung umgegangen ist. Und die Pointe des Artikels ist weiterhin natürlich, man ist sich fremd weiterhin so. Wie sehen Sie das? Also welche Rolle haben jetzt nicht die Zeit, aber generell, wie sind die Medien eigentlich umgegangen mit dem Protest, der sich da artikuliert hat? Ein Riesenfeld. Also erstmal muss man sagen, die Medien, wir müssen darüber reden, meinen Sie öffentlich-rechtliche Medien oder andere Medien? Die haben einen anderen Auftrag, die haben andere Verpflichtungen. Reden wir über digitale Medien, über sogenannte soziale Medien, reden wir über Traditionsmedien, zu denen vielleicht auch die Zeit gehört. Pegida ist ein gutes Beispiel und ich finde, das Entscheidende daran ist nicht die Frage, war ich überheblich oder nicht, sondern welches Verhältnis finden wir zur Relevanz? Ich weiß noch, und machen wir Dinge größer, als sie sind oder kleiner, als sie sind? Und wenn Sie erstmal was Neues haben, wie die Pegida oder jetzt das BSW oder die AfD, als sie noch neu war, dann ist es erstmal ein journalistischer Reflex zu sagen, da ist was Neues, da gucke ich hin.
und gucke, womit habe ich es da zu tun, was ist das auf dieser Berichtsebene. Und dann wissen Sie eben manchmal am Anfang noch nicht, es gibt 1000, jeder kennt das, auf dem Wahlzettel 30 Parteien, über die wir nie was schreiben, weil sie nicht relevant sind. Und das wissen Sie aber am Anfang noch nicht. Und deswegen können Sie diese Frage, war das proportional, auch immer erst im Nachhinein beantworten. Und es gab den Vorwurf der AfD immer, wir werden ausgegrenzt. Ich würde sagen, teilweise war der auch berechtigt. Es gibt jetzt sehr stark den Vorwurf, die Medien haben die AfD groß gemacht oder machen jetzt das BSW groß. Frau Wagenknecht ist sehr präsent in bestimmten Talkshows. Und interessant ist ja, dass die AfD zum Beispiel den Weg genommen hat, dass sie eigentlich an den Traditionsmedien vorbei sich eigene Kanäle erschlossen hat. Die sind ja sehr präsent auf TikTok, auf den sogenannten sozialen Medien. Also die haben sich im Grunde ihre eigene Öffentlichkeit geschaffen. Und deswegen die Frage, welche Rolle haben wir da gespielt? Ich glaube, wir haben manchmal zu sehr unsere Rolle im Diskurswächtertum gesucht. Und jetzt können sich vielleicht einige erinnern an diese Aussage von dem damaligen Vorsitzenden Gauland, niemand möchte neben Boateng wohnen. So, über solche Aussagen haben wir uns wahnsinnig aufgeregt und haben die auch sehr stark markiert. Das sind auch ungeheure Aussagen, aber wir haben im Grunde natürlich damit der AfD die Möglichkeit eröffnet, sich in diese Opferrolle reinzubewegen. Und es ist relativ spät jetzt erst angefangen worden, dass man sehr nüchtern sagt, okay, das ist euer Wirtschaftsprogramm, das könnt ihr finden, wir finden das falsch, aber das und das sind die Folgen. Es würde eine extreme Rezession verursachen, wirtschaftlichen Niedergang. Und ich glaube, diese Art der Auseinandersetzung, die hätte man vielleicht früher beginnen können. Das ist eine wunderbare Brücke zu der Perspektive, was tun. Da würde ich jetzt gerne nochmal die restliche Zeit ein bisschen drauf verwenden. Vielleicht bleiben wir gleich bei Ihnen. Also welche Rolle sollten die Medien spielen und was sollten sie transportieren, damit eben vielleicht wieder ein bisschen mehr Diskurs organisiert wird, wo die Leute sich wahrgenommen fühlen, wo sie sehen, dass man nicht nur in einer bestimmten Form sich mit ihnen beschäftigt. Das ist das eine. Und Sie hatten im Vorgespräch, das öffnet sozusagen das Thema jetzt schon nochmal gleich, und eine zweite Dimension auch diesen interessanten Aspekt mit reingeworfen. Wir reden über Populismus und haben eben halt die problematischen Seiten des Populismus vor Augen. Gibt es eigentlich guten Populismus? Das hatten Sie, glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Frau Hildebrandt hat es gesagt, wir sehen schon, das regt hier starken Widerstand. Gehen wir mal in die Schlussrunde. Zu der Rolle der Medien, zu der Rolle der Parteien und der Demokratie, was brauchen wir eigentlich, um mit der Lage jetzt umzugehen? Weil Sie mich angesprochen haben, ich glaube, wir haben einfach ganz unterschiedliche Rollen. Und ich glaube, als Medien sollten wir uns bewusst sein, dass wir keine politischen Akteure sind. Ich finde das sehr wichtig. Ich glaube, wir sollten fair sein, wir sollten transparent sein. Wir sollten auch über die Umstände der Entstehung von Artikeln, die sollten wir mitbeschreiben, damit das verständlich wird mit dem guten Populismus. Das war tatsächlich der Gedanke, den ich am Anfang mal geäußert habe. Ich kann mich an einen Parteitag erinnern, da hat sich Horst Seehofer mal hingestellt und hat gesagt, ich bin ein Populist. Und er hat das natürlich nicht gemeint im Müllerschen Sinne. Ich bin sozusagen der Vertreter einer Gegenöffentlichkeit, sondern er meinte, dass ich möchte ein Medium sein, das einen Zugang hat zum Volk, das Realitäten kennt, Pragmatismus oder so. Und wenn man über Horst Seehofer nachdenkt, dann ist das eine Sache, über die ich wirklich auch nach wie vor unentschlossen bin, ob das nicht eine Art von gutem Populismus war, den er angeboten hat. Es gab damals einen großen Konflikt zwischen ihm und Frau Merkel, wir erinnern uns, in der Migration. Und Frau Merkels Argument, das ist ja, ich sage das hier nicht, um über alte Zeiten zu reden, sondern weil das dieses strukturelle Argument ist, war, das nimmt nie ein Ende. Also wir reden jetzt über eine Obergrenze von 50.000 und demnächst über 70.000 und jetzt reden wir über irreguläre Migration und in Wirklichkeit wollen aber diejenigen, die das betreiben, darüber reden, dass wir uns abschotten. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, das verbindet ja den Rechts- und Linkspopulismus, dass er ein Nationalismus sehr stark ist und sehr stark eine Abschottung predigt. Und da frage ich mich aber im Nachhinein manchmal, ob sozusagen eine
ein Seehofer'scher Populismus vielleicht der beste Populismus war, den wir kriegen können. Ich vermute, Herr Müller, da würden Sie auch reagieren. Ich glaube, das ist nicht das, was man in Deutschland immer so gern als produktiven Streit jetzt bezeichnet, weil wir streiten um Worte. Also ich glaube, wir reden nicht über verschiedene Dinge wirklich. Vielleicht ganz kurz zu Medien und zu Parteien. Eine Gefahr, die ich sehe vor dem Hintergrund der Erfahrung in den Vereinigten Staaten, ist, dass man zum Teil umschlägt von dem, was Sie jetzt als Überheblichkeit zitiert haben, in eine Tendenz zu sagen, okay, vielleicht erzählen uns die Populisten ja letztendlich doch die Wahrheit über die Gesellschaft. Und um nur ein prominentes Beispiel zu nennen, Sie alle wissen ja, dass ein derzeitiger Vizepräsidentschaftskandidat in den USA ein berühmtes Buch geschrieben hat, wo das alle sofort gesagt haben, ah ja, das ist jetzt die Wahrheit über die Appalachen. Ja? Und man vergisst darüber hinaus, dass diese vermeintlichen direkte Realität ja auch schon wieder mediatisiert ist, dass häufig das Bild, was kreiert wird, von Polarisierungsunternehmern kreiert worden ist. Und Medien tappen dann zum Teil in die Falle, dass man sehr viel Druck auf sie ausübt, auf Journalisten auch, und sagt, Moment, ihr müsst uns ja erst mal beweisen, dass ihr nicht alle völlig, um es im deutschen Jargon zu sagen, linksgrün versifft seid. Und das könnt ihr nur, indem ihr wiederum unsere, auch wieder ein schönes deutsches Wort, unser Framing übernimmt. Und wenn ihr das nicht macht, wenn ihr nicht sozusagen ständig das amerikanische Heartland als die Normalität darstellt, dann zeigt das ja nur wieder, wie parteiisch ihr seid. Das ist eine Falle, in die unglaublich viele sehr, sehr gute amerikanische Journalistinnen und Journalisten gerannt sind. Passiert, glaube ich, in Deutschland noch nicht so. Ich will nur sagen, das kann plötzlich vom einen Extrem ins andere Extrem umschlagen. Von wegen, ach, die Sorgen und Nöte der Leute, als sei das so eine Realität, die man nur mal so eben abbilden müsste. Ja? Ich sage Ihnen nichts Neues, ich weiß. Das Problem ist aber ein anderes. Das Problem ist doch, dass diese Leute, die Sie jetzt ansprechen, die lesen doch zum Beispiel die Zeit gar nicht. Die kommen doch gar nicht bei uns vorbei. Das ist doch das, die kommen doch nicht mehr bei uns vorbei und wir können die dann mit schlechten oder guten Argumenten erreichen, sondern das hat sich in einer Weise getrennt und diversifiziert, dass die sind nicht mehr da, wo wir sind. Würde ich nicht abstreiten. Nur die Leute, die New York Times lesen und dann ständig lesen, auf dem Campus ist ja alles crazy mit Cancel Culture und so weiter. Das sind dann am Ende Leute, die sagen, naja, aber das ist ja einfach links so verrückt geworden inzwischen, vielleicht diesmal dann doch wieder Trump. Also das macht schon einen Unterschied in dem Kontext. Ganz kurz zu Parteien nur. Das klingt immer in Deutschland immer so altbacken und viele Leute sind ja völlig genervt davon. Aber ich würde auch vor dem Hintergrund der amerikanischen Erfahrung, wo bekanntermaßen eine der großen Parteien inzwischen zu einem Persönlichkeitskult umfunktioniert worden ist, auch zu einem Familienunternehmen noch dazu, darauf hinweisen, dass innerparteiliche Demokratie was wirklich Wichtiges ist, weswegen sie ja auch im Grundgesetz quasi vorgeschrieben ist. Das kann die Leute wahnsinnig nerven, ist völlig klar. Aber wenn man sozusagen diesen innerparteilichen Pluralismus nicht hat, wenn man nicht auch die Möglichkeit hat, sozusagen Parteiführern irgendwann zu sagen, Moment, jetzt aber Schluss oder da stehen wir nicht mehr hinter, dann können Dinge passieren, die für die Demokratie als Ganzes gefährlich sind. Es ist kein Zufall, dass alle Rechtspopulisten auf der Welt, sei es Erdogan, Modi, Kaczynski, Orban etc., alle ihre eigenen Parteien auf extrem autokratische Weise führen. Also die Autokratie im Kleinen reproduziert sich natürlich auch irgendwann mit der Autokratie im Großen. Und da vor dem Hintergrund würde ich immer schon mal von vornherein sagen, naja, also wenn eine Partei schon nach einer Person benannt ist, das ist schon mal erstmal suspekt irgendwie. Aber bevor Sie gleich auch reagieren sollen, innerparteiliche Demokratie, da können Sie als für die SPD sicherlich auch was zu sagen, kann natürlich dazu führen, dass dann Menschen an die Spitze kommen, die jetzt nicht für ihre kommunikativen Stärken besonders bekannt sind. Und das ist aber das Dilemma in einer Gesellschaft, in der wir sind, mit Social Media, mit Zuspitzung auf Personen, weniger auf Themen, stärker auf Identitäten. Und dann sind diese Parteien, wo eine starke Führungskraft sozusagen alles beherrscht, für ein Wahlpublikum tatsächlich vielleicht attraktiv. Nur als kleine Klammerbemerkung. Aber Sie sollen gerne auch mit reagieren, Frau Schwarze-Lühr. Also die innerdemokratischen Verfahren in der SPD und wie wir uns auseinandersetzen, ich glaube, die sind schon sehr intensiv. Da habe ich viel Erfahrung. Und
ob man jetzt kommunikativ ist oder wie man an einen die Spitze einer Partei oder als in eine Regierung kommt, finde ich schon auch, ich will es mal ganz, ganz einfach runterbrechen zwischen dem, was Sie jetzt auch gesagt haben, was Sie ansprechen. Zwischen dem, was sachlich und was man als Programm hat und für was man steht und vielleicht was man als Person steht, und was kommunikativ, was medial transportiert wird, da ist ein Riesenunterschied. Da kann jemand richtig gut tolle Qualitäten, tolle Kompetenz haben, aber ist das medial so vermittelbar, wenn man vielleicht mit der Aktentasche durch die Welt geht? Das ist eine Herausforderung. So. Und das finde ich schon auch, wenn wir über Medien sprechen, und das haben Sie treffend gesagt, wer liest heute überhaupt noch eine Tageszeitung? Wer liest die Zeit? Und wie informieren Sie, bitte? Noch einigermaßen viele, Gott sei Dank. Ich auch. Bin sogar Abonnentin, muss es jetzt mal sagen. Nein, die Masse oder vieles und viele Trends, und wir haben das ja nicht erst jetzt in dem Wahlkampf in den USA gesehen, wir haben das beim letzten Wahlkampf mit Steve Bannon und anderen schon gesehen, wohin es läuft, ist doch, dass ganz viele YouTube gucken, also die nicht auf TikTok sind, also meine Generation und Ältere, die sind eher bei YouTube, und ich gucke in meinem Bekanntenkreis, da sind sie ja überrascht, und ob das jetzt Pegida ist oder Corona, das geht ja durch alle Schichten, durch alle Familien. Und da haben die Medien schon einen Einfluss, wie man sich informiert und was man vielleicht sagt, naja, da wird schon was dran sein. Ein bisschen ist da schon was dran. Dann gibt's aber auch noch ganz fiese Doppelgängerkampagnen. Das sieht aus wie ein richtig zuverlässiges, verlässliches, solides Medienhaus, haben wir jetzt auch gehabt mit dem Spiegel und anderen, und also, da steht's doch. Und ich habe in meinem Wahlkreisbüro ein Poster hängen mit Franz Josef Strauß, hatte ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt und finde es einfach nach wie vor gut. Franz Josef Strauß hat eine Bildzeitung vor sich und da steht drauf: Juso beißt kleines Kind. Hat Klaus Steck damals gemacht. Die Aussage ist ja, es bleibt immer was hängen. Wenn solche Desinformationen durchlaufen, wenn wir auch versuchen, schnell zu reagieren und zu gucken, wo sind die Desinformationen, werden wir, nehme ich jetzt mal an, kann ich jetzt nicht wissenschaftlich fundiert behaupten, bleibt immer irgendwas hängen, weil nicht alle gleichzeitig das andere Medium, wo Gegendarstellungen kommen, auch. Und das macht uns das Leben echt schwer. Wie kriegen wir eigentlich, und ich sage jetzt mal, die populistischen oder die extremen Parteien schaffen ja mit Angst, oder jetzt auch erst vor kurzem, meine Kollegin Brandner wird dann behauptet, sie hat Latifundienhaus, was weiß ich wo, und wird quasi in ein Licht gerückt, was überhaupt nicht stimmt. Aber dagegen anzugehen, ist richtig schwierig. Und das, glaube ich, heißt für uns, wir müssen die Chance geben, auch Medienkompetenz besser zu haben. Wir müssen das fördern. Wir brauchen schneller auch entsprechend die Fakten. Und wir brauchen auch die Kanäle, die Medien, wie wir sie vermitteln, weil die größte Herausforderung, auch jetzt, wir haben es ja jetzt dieser Tage mit dem Taifun, da werden Dinge behauptet, die so nicht stimmen, aber natürlich beeinflusst das den amerikanischen Wahlkampf, und das Gleiche ist bei uns. Und das ist schon ein bisschen, da ist die AfD sehr weit, sehr schnell im Vergleich zu anderen Parteien, im Parteienvergleich, sehr viel früher unterwegs gewesen und hatte auch einen Vorteil in der Kommunikation. Und da muss, jetzt sage ich mal, die Parteien müssen besser werden, aber auch bei Regierung heißt ähnlich wie bei den Medien, naja, die sind linksgrün versifft, das hören wir sowieso, Altparteien linksgrün versifft. Wie kriegt man eigentlich eine Kommunikation hin und Fakten, die dann auch tatsächlich, ja, glaubwürdig sind und die man belegen kann, es ist so, ist echt eine Herausforderung. Und da geht es nicht nur darum, wie sich Parteien aufstellen, aber die so gutes Internet Chancen bietet in
autoritären Staaten ist es eine Herausforderung, in Demokratien auch die Demokratien zu erhalten. Ich weiß, Sie wollen noch was ergänzen? Ich wollte einmal was zur Medienkompetenz sagen. Ich finde es total richtig, was Sie sagen. Ich glaube, ich fände es gut, wenn man sich klar macht, ein gutes Medium ist ein guter Filter. Und es gibt ja jetzt, wir reden viel über Fake News. Und jetzt kann man in jeder Schulklasse Leuten erklären, wie man Fake News erkennt. Aber so kann man ja keine Zeitung lesen oder kein Medium konsumieren. Also ist es wichtig, dass man ein Medium wählt, was dieser Filter schon ist, wo eben nicht ungefiltert etwas reinkommt, weil das eine Info ist, sondern weil da Leute sitzen, die es einschätzen können, die Sachverstand haben, die mit Texten umgehen können und mit Inhalten. Und das fände ich, glaube ich, gut, wenn das in Schulen, weil im Moment der Fokus so ist, so erkennt ihr Fake News, wenn das ein bisschen mehr vermittelt würde, dass man im Prinzip, dass es Medien gibt, in denen kann man sich amüsieren oder da kann man auch kommunizieren und es gibt Medien, in denen kann man sich informieren und welches ist welches. Und das unterscheiden zu können, das wäre, glaube ich, wichtig. Die Zeit läuft aus, aber ich will trotzdem noch die letzte kurze Runde angesichts der Zeit und der, ich höre auch schon knurrende Mägen, die letzte kurze Runde Sie fragen, wo, an welchem Punkt sehen Sie etwas, was stärker werden muss, was ein bisschen nach vorne weist, was vielleicht auch aus diesen Dilemmata, in denen wir uns bewegen, rausweisen könnte? Das ist eine sehr offen gestellte Frage und ich bitte einfach um eine kurze Antwort. Vielleicht gehen wir einmal sozusagen nochmal diese Richtung beim Podium, fangen an mit Ihnen, Frau Hildebrand. Was stärker werden muss, ist, glaube ich, ist Mut. Also Mut auch in dem Sinne, wie Sie es gesagt haben, auch mal stehen zu bleiben mit einer Meinung, auch mal das zu sagen, was man für richtig hält und nicht sich sozusagen jeweils an den jeweiligen Adressaten auszurichten. Herr Müller. Ganz plakativ, polemisch, manche würden sagen populistisch. Das Schicksal der Demokratie, ganz sicher in den Vereinigten Staaten, aber zusehends in Europa, hängt am Verhalten von Konservativen und Wirtschaftseliten. Wenn die meinen, wie sie es lange in den USA gemeint haben, dass man ja mal so ein bisschen Kulturkampf oder gar Rassismus machen kann, aber man meint, man hat das irgendwie alles unter Kontrolle, wacht man eines Tages auf und merkt, nein, wir haben die Kontrolle verloren. Oder wie ein berühmter amerikanischer Journalist es gesagt hat, Trump hat die Republikanische Partei nicht gekapert, er hat sie verstanden. Das kann in Europa auch passieren. Deswegen ist der Appell an die Selbstdisziplinierungskräfte von Mitte-Rechts-Akteuren der wichtigste. Wollen Sie noch einen Satz sagen, Frau? Ich finde, es hat es gut auf den Punkt gebracht. Aufrichtigkeit, klar entsprechend sich auch positionieren. Und ich wünsche mir einfach auch einen ehrlichen Streit mit dem Ziel, Lösungsmöglichkeiten zu bieten. Und nicht, um an die Macht zu kommen, sondern Lösungsmöglichkeiten für die Bürger zu bieten. Dann, glaube ich, haben wir auch das Vertrauen wieder der Bürgerinnen und Bürger. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Runde. Applaus